Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge Monster Hunter Rise. Und diesmal wieder mit dabei ist das Kanalmitglied, der heldenhafte Trojaner, der ultimative, in Mario Maker verlierende White Moon. Hallo. Ich musste einfach nochmal schön... Das nehme ich jetzt sehr ernst. Also. Ich musste nochmal so einen Seitenhieb verpassen, deswegen. Ja, genau, man kennt's. So, Stufe 1 haben wir noch ein bisschen was offen. Einen Lagombi und einen Großvrogi. Die müssen wir jetzt erst noch machen. Jo. Einen Azuros haben wir auch noch offen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir den noch offen haben. Und dann natürlich noch so kleine Sammelquests, glaube ich, ist das. Wir können ja in der Arena. Dann würde ich aber jetzt den Lagombi nehmen, oder? Würde ich auch so, eben. Machen wir den Lagombi heute. Möchtest du die Quest annehmen? Ja. So, ja, der Lagombi und so weiter. Also es wird jetzt ein paar mehr Folgen mit dem White Moon geben. Eigentlich so war es nicht geplant. Ja, bloß ich brauche jetzt Ausrüstung. Ich muss jetzt ein bisschen meine Skills verbessern und so weiter und so weiter und so fort. Und von dem her muss ich da jetzt wirklich ein paar mehr Folgen mit mir aufnehmen. Ja, aber die Rechnung, die kriegt er dann im Nachhinein. Also so ist es jetzt nicht. Na genau, danke. Eine Mahlzeit essen. Ich bezahle natürlich wieder mit Geld, denn ich hab's ja. Ja, ich mach's nur mit Punkte. So. Ja, ich weiß nicht, du bist irgendwie mit Geld vollgestopft bis zum Gehtnichtmehr und mit Punkten. Ich weiß noch nicht, wie ich die anders einsetze, aber ich hab das auch noch nicht mit dem Fallen raus, also von dem her, ne? Wenn du die Fallen hast, brauchst du aber noch Beruhigungsbombe. Die brauchst du auch noch, Beruhigungsbombe. Die kannst du herstellen oder die kannst du ab einem gewissen Fortschritt dann auch bei dir. Ja, aber ich kann die Falle nicht platzieren, deswegen. Nicht platzieren, du musst so aus. Das ist komisch. Wie lange brauchst du denn, um zu essen, ey? Ja, ich weiß nicht. Ich musste mal gucken, welche Klappe ich nochmal Dings wegdrücke. Ich hab schon lange nicht mehr gespielt. So. Ach, das ist. Warte mal. Ach, das ist ein Fang. Oder? Nee. Der Lagombi wartet darauf, getötet zu werden. Ah, ja, natürlich. Wunderbar. So, dann heißt es jetzt den Lagombi fangen. Hast du in der Schnee? Echt? Schneebedeckten Ebene? Ja, Lagombi ist ein Eisvieh. Verdammt, ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. So, jetzt habe ich mal hinschnuppern, jetzt passt. Ich habe viel zu wenig Tränke. Naja, sollte aber reichen. Ach, du bist schon auf dem Weg dahin? Ja. Ich bin schnell. Ah, ja, nur dass du falsch läufst, ne? Ja, das habe ich gerade gemerkt. Da bin ich ein bisschen zu weit geradeaus. Ja, wo ist er denn? Oh, er wird gerade von den anderen angegriffen. Ah, verdammt. Natürlich renne ich gleich in den ersten Angriff rein. Ist ein Witz, ne? Wer beißt sich denn da an ihn fest? Ey, leck mich doch! Du blödes Vieh! Ich möchte mit meinen... Dein Hund beißt sich doch gerade an ihn fest. Er hat sich gerade festgebissen. Ich bin gestunt. Ne? Ja, wenn du die Übertreibung nochmal erwischt bist. Bam! Danke, Schneeballschlacht. Oh, ich liebe es. Wissen Bescheid. Komm her, du blödes Ding. Was? Nein! Ach, Ich hab's immer am liebsten morgens, okay, einfach verstellen. Wo ist er? Wo ist er? Ich seh ihn nicht, Alter. Er spielt nur mit Schneebällen. Leck mich. Oh. Ah, ich wollte ihn gerade schön einseilen. Ja,
schießt durch wie die Kanone. Oh, ich wollte nicht in deinen Hintern rein. Oh, das ist Englisch. Ah, super Arschbombe. Jo. Ja. Hat's mit seiner Arschbombe. Lass mich mit deinen Schneebällen auch in Ruhe. Allerdings hat's ja noch gar nicht getestet gehabt, oder? Die Mobbox? Nee. Alter, du blödes Ding. Ich schieß mir aber auch ganz ehrlich, dass irgendjemand schwer, eine andere Waffe mal zu probieren. Ich würde gerne in der nächsten Folge dann mal mit Bogen ausprobieren mit dir, weil ich dann weiß, okay, gut, du bist da, das heißt, da wird nicht so viel passieren. Hallo? Klettern? Ja. Klettern? Ja, ja, gut. Einfach mal mit Bogen ausprobieren. Und wo ist er denn hin? Ja, ist in die Höhle, runter zu Gebiet 2. Ah. Wenn so ein Recht in diesen Höhlen kann. Weil ich habe auch gesehen, dass man mit Bogen kämpfen kann, aber ich bin ganz ehrlich, ich kann mir es halt schwer vorstellen. Die ganze Zeit wegrennen und immer mit Bogen und Bogen und Bogen und dann. Ja, nee, das ist dann wirklich auf Distanz halt. Ich habe früher bei Monster Hunter Tri für die Wii hatte ich da immer. Auch mal mit Gewehren gespielt. Mit Leichtgewehren, schweres Gewehr. Aber Bogen habe ich bis jetzt auch noch nicht gespielt. Bist du schon am Kämpfen oder was? Ja. Nein, ich kuschel schon mit meinem Hasi. Au. Du kuschelst mit deinem Hasi? Ja, so viel dazu. Da will ich. Na, komm. Diese kleinen Backen. Mann! Oh, mir hätte noch ein Seilkäfer gefehlt, da hätte ich ihn gehabt, da hätte ich ihn ein bisschen reiten können. Das Schöne ist, er macht nicht so viel Schaden. Ja, ich weiß, es ist ja auch relativ klein, dass man sich glaubt, geforscht wird es wäre. Eins, ja, das ist meine. Aber trotzdem, ich will dich jetzt reiten, du blödes Ding. Ja, dann mach normal, du hast nicht gefahren, Stufe von 7. So, ich muss irgendwann meine erste Haltung einsetzen. Ah, da geht ihn doch. Ah, darf ich ihn nicht bereiten? Darf ich ihn nicht reiten? Mann. Ich hab ihn doch jetzt die ganze Zeit umgarnt mit irgendwelchen Sachen. Ich verstehe das nicht. Manchmal geht es und manchmal nicht. Ja, ich dachte, reich kannst du doch nur, wenn andere Monster dagegen sind. Nee, kannst du auch so schon. Weil du kannst ihn ja dann auch noch schleudern. Ja, okay. Ich hab's immer nur gesehen, dass es geht, wenn du auch einen anderen Monster bekämpfen willst. Andere Monster. Naja. Wow. Oh, ich muss auch trotzdem sagen, da geht schon mal von seinem Leben, ja. Ja. Wie hast du mich denn jetzt erwischt? Ich war an deinem Hintern. Hast du noch einen fahren lassen oder was? Scheiße. Super Arschbombe mitten auf dem Boden und alles bebt und ich fall um. So, wir fangen den gleich, dann sind wir mal vorbei. Mehr, du blödes Ding. Du willst lieber killen, du lieber. Das ist ja egal. Die Frage ist halt, wo hab ich mehr von? Oh! Ja, komm, ich brauchst du eh jetzt nichts von dem. Mit Fang geht's ja schon aus dem Wald, der ist jetzt fangbereit. Gefangen.
Ja, ich glaube, es waren 7 Minuten. Ja, verdammt, ich hätte jetzt auswählen müssen, ne? Was jetzt auswählen? Dass ich dir sage, dass du gut gekämpft hast. Ach so, ja. Ah, ja, das kann ich noch machen. So. Kriegst einen Daumen hoch. Ja, schön sich hier in den Schnee legen oder beziehungsweise ins Eis einen Eisengel machen. Ein Eisengel. So. 7 Minuten, ja. Das war relativ schnell. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch diese eine Sammelquest da. Können wir mal. Müssen wir uns zwar ein bisschen aufteilen, aber das ist ja... Oh, geht schon. Easy. So, da brauche ich nicht mal mehr was essen. Das ist das Gute. Nee, wenn es Sammelquest ist, brauche ich nicht das. Alleine jetzt schon, das Essen war kompletter Schwachsinn. Ja. Und zwar 20 Zamiten oder Bnahabra. Hat man die nicht schon mal gemacht? Steht hier nicht als erfolgreich. Hm, okay. Brauchst du, wir hätten das schon mal gemacht. Naja. Wir hätten eine andere gemacht. Ach ja, da war es aber irgendwas mit diesen Bnahabra, oder? Kann sein. Ja, egal. Na los, nimm an. Ja, ich komme. Wir haben doch keine Zeit. Ah, die Zeit rennt, genau. Das wird aber noch schneller gehen. So. Achso, erstmal gucken, wo müssen wir hin? Ich gehe zum Norden in die Höhle, ne? Würde ich sagen. Und du machst hier vorne. Jo, mach ich. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, dass wir uns da aufteilen. Denke schon. Klar, ich habe den weiteren Weg, aber dafür habe ich da hinten noch mehr. Hm. Irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich mir das angucke, ohne Essen, die Ausdauer und die Gesundheit, die so niedrig ist. Ich glaube, brauchst du es jetzt ja nicht, aber. Ich finde, die beiden sind wesentlich schöner als bei den früheren Monster-Teilen. Finde ich jetzt eigentlich. Finde ich jetzt eigentlich nicht so schlimm. Also. Hm. Ach, jetzt wollte ich die einsammeln. Kann ich ja gar nicht. Haha. Das war ja nichts zum Sammeln. Lalalala. So, was haben wir hier? Ach, ein paar Erze kann man immer mitnehmen. Na, Banabra, gehst ins Gift, danke. Ja, ich hab natürlich hier den Progi bei mir, ne? Können wir auch noch schlimmern. Jetzt kann ich das selber schmischen. Ernsthaft, greift er mich jetzt an, das blöde Ding? Wahrscheinlich. Hier ist noch ein Banabra. Ach, der wurde von den Zielen angegriffen, die ich jage. Na super. Ah ne, Lagombi war das. Lagombi, nicht Vrogi, sondern Lagombi. Lagombi. Ich hab ihn doch gar nicht angegriffen. Ich bin doch nur an ihm vorbeigeritten. Ich hab wahrscheinlich schon gehört. Nein, nein, nein. Oh, verdammt. Oh, verdammt, jetzt wo bin ich denn jetzt? Achso. Genau, nur zwischen Lagombi und ich mach die anderen viele. Ja, ich hab den jetzt gerade so ein bisschen am Hals, deswegen. Ja, alles gut. Okay, aber ich glaube, jetzt ist er weg. Jetzt kann ich in die Höhle. Oh nee, da ist noch der andere. Mann! Noch einer? Ach ja. Ich hab alles gerade hier oben bei mir irgendwie. Groß Bucky, große Froggy und der Lagombi. Ich bin begeistert. So. So, 4 von 20 haben wir jetzt schon.
Immer diese kleinen Christen. Komm mehr jetzt hier. Oh, verdammt. Das war nicht gut. Ja, gut. Ich, wie gesagt, in der nächsten Mission werde ich mich mal um eine Fernkampfwaffe kümmern. Weil Insekten zu jagen ist nicht gerade toll für mich. Kriegen wir doch oben nicht mehr. Oh, hier kommt der Fußballgegner. Und da. Ja, geh ich mal zu 10, dann mache ich zu 8. So. Ist doch die spannendste Quest ever, oder? Ja, klar. Ich kann mich vor Spannung kaum halten. Mein Gott, die Kleefische halten das aus, ja. Hm, Zermieter, okay. So, kurz hier ein paar Sachen sammeln, was man hier sammeln kann. Irgendwas soll hier sein zum Sammeln, aber ich sehe es nicht. Was sind denn diese weißen Dinger, die man da immer sammeln kann? Die sehe ich nie. Hier soll irgendwas sein, was ich sammeln kann. Aber das ist nicht da. Hm, das ist komisch. Sieht aus wie Erze, aber die Erze sind irgendwie, weiß nicht, nicht da. So, 13 haben wir. So, ja. So, ich habe hier bei mir alle erwischt. In der 19 noch welche. Kannst du mal zum 9 gucken. So, jetzt geht's weiter. Ich mach noch welche in der 8, dann dürfte es eigentlich passen. Na, ich mache jetzt hier noch welche bei der 11. Ach, alles sind ja auch noch welche, genau. Wenn du mal überlegst, noch die Kleefische da im Gesamt von der Quest fast so lange wie der Lagoni. Was, du lebst noch? Sieht aus so. Jetzt aber nicht mehr. Und wenn ja, würde ich ein bisschen an mir zweifeln. Verdammt! Daneben gezielt. Fallen. So, zwei noch. Guck grad noch mal. Ride like the wind. Na, einer muss doch hier noch sein. Ja, das ist ein ganz kleiner. Also einen habe ich hier noch. So, mal gucken. Wo haben wir denn jetzt hier noch einen? Ja, bei der 9 sind halt noch welche, aber... Ah, der der Lagombi ist gar nicht mehr da. Ich komm's da rein. Ach, da bist du ja. Hallöchen. Hallöchen. Ich voll wie immer. Hm. Ah, die Banabras hier. Ja. So, Emma, gibt's doch nicht. Das muss nur noch machen. Ja, so, okay. Erledigt. Wurde ein tolles Dampfspiel, gibt's erstmal ein Like. Ein Daumen hoch. Genau. Wir müssen uns ja gegenseitig pushen, ne? Ja, genau. Wenn es kein anderer tut, kein anderer tut. So, wie komme ich da jetzt oben hoch? Mal gucken. Das ist ganz hier hoch. Ja. Nur zwei Seiche. So. Hier soll doch auch irgendwo was sein. Lass mich raten, ganz oben. Ja, wahrscheinlich kommen wir nicht mehr hin. Zeit wird wieder rum sein. Müsste man mal später, wird doch hier sind mal gut. Muss man mit einer Expedition mal hin, ne?
Ja, oder irgendwann mal reisen. Nun gut, liebe Leute, das waren jetzt zwei Missionen mit dem lieben netten White Moon, aber ihr werdet auch die nächsten Missionen dann noch erleben, vielleicht die nächsten 5 Folgen, 4 Folgen. Wir schauen mal. Ich bedanke mich ganz herzlich beim White Moon wieder, wie immer, für seine Unterstützung. Die Rechnung hat er schon längst auf dem Postweg bekommen. Und und dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss. Tschüss. See you.